An den Börsen haben wir zuletzt eine Achterbahnfahrt gesehen, doch für Gold, den sicheren Hafen, da ging es tendenziell nach oben. Und damit herzlich willkommen zum IG Trading Talk. Bei mir ist der Marktanalyst von IG und Daily FX, David Yusuf. Schön, dass Sie da sind. Ja, was stützt denn den Goldpreis momentan? Ja, ich würde sagen, kurzfristig haben wir definitiv Marktrisiken im Markt, die eine besondere Rolle bei dem aktuellen Goldpreisanstieg spielen. Aber langfristig denke ich mal, dass wir Erwartungen an einen neuen Lockerungszyklus der wichtigen Notenbanken hier im Markt einpreisen sehen. Wir haben ja gesehen, dass die Fed sich zuletzt von neutral auf dovisch positioniert hat. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wir kommen ja im Moment von einer höheren Inflationsbasis in diesen Lockerungszyklus rein. Das bedeutet wiederum, dass die Realrenditen wahrscheinlich jetzt schneller beginnen zu fallen, was im Umkehrschluss heißt, dass der Goldpreis an Attraktivität gewinnt. Wir haben ja auch gesehen, dass die Zentralbanken verstärkt Gold in ihre Depots geholt haben. Was bedeutet das? Das ist ebenfalls ein fundamentaler Stützungsfaktor, wie man hier auch an dieser Grafik sehr schön sehen kann. Das ist das Angebot-Nachfrage-Verhältnis. Wir haben zwar ein etwas erhöhtes Angebot im Moment generell, aber im zweiten Quartal haben wir wieder sehr starke Zentralbankkäufe gesehen. Die haben im ersten Quartal eine Pause gemacht. Im letzten Jahr hatten wir sehr hohe Zentralbankkäufe gesehen. Und auch Momentum-Investments seitens der ETFs und anderer Investments sind angestiegen im zweiten Quartal sogar um 99% auf Jahresbasis und um 67% auf Quartalsbasis. Also wir haben tatsächlich eine solide Nachfrage in Q2, was ebenfalls diese Erwartungen stützt. Das Marktrisiko natürlich auch ebenfalls mit begriffen und den Lockerungszyklus. Wie sieht denn charttechnisch das Potenzial aus? Charttechnisch würde ich sagen, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Wir sehen hier aber, dass eine gewisse Potenzial schon ausgereizt zu sein scheint. Nichtsdestotrotz, 1.500 US-Dollar wurden auf Wochenkerzenbasis jetzt vielleicht überwunden. Müssen wir uns anschauen, wie diese Woche der Schlusskurs sich verhalten wird, wo er enden wird. Aber wir haben hier noch eine wichtige Trendlinie, die meiner Meinung nach überwunden werden sollte, um womöglich einen neuen langfristigen Aufwärtstrend zu besiegeln. Insofern könnte einiges schon ausgereizt sein, aber wenn dieser Ausbruch tatsächlich hier kommt über diese Trendlinie, dann kann es sein, dass wir neue valide Ziele hier in Anbetracht berücksichtigen müssen. Und sollte Gold jetzt in jedes Depot rein? Das ist natürlich abhängig davon, wie langfristig das Depot angelegt ist. Ich würde sagen, für langfristige Depots, die ein Minimum von 10 Jahren als Anlagehorizont vorsehen, ist eine Beimischung immer sinnvoll, insbesondere um solche Phasen zu überbrücken, die wir jetzt sehen. Für spekulative Investments, Trader, könnte man vielleicht auf die Charttechnik zurückgreifen und jetzt abwarten erst einmal, ob dieser Ausbruch tatsächlich stattfindet. Sagt der Marktanalyst von Daily FX und IG, David Yusuf. Schön, dass Sie da waren hier an der Frankfurter Börse und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen, dann schauen Sie doch auch auf IG.com. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.